Willkommen im Video heute. Ich habe Ella, glaube ich, schon verloren. Und ich sitze hinten auf dem Roller, weil wir sind unterwegs zu einer Foodtour durch Saigon oder Ho Chi Minh. Und diesmal dachten wir holen uns Hilfe, um wirklich local Tipps zu bekommen. Und deswegen sind wir unterwegs mit dem Street Food Man. Und ja, mal gucken, was uns heute erwartet. Wir haben gar keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock, das Essen hier auszuprobieren und das mit euch zu teilen. Los geht's! Also Leute, erster Stopp, Pancake. Bangkok. 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 Also Leute, Bangkok heißt es. It's a pancake, this one is it? Yeah, that's right. So look at the batter in here. So we have rice flour and turmeric. So that's why it's like yellow. So why we call Bangkok? Ban is mean cake and kok is mean the whole. So Leute, wir sind jetzt hier in der Küche. Er hat uns gerade erklärt, was da alles drin ist. Ich kann es natürlich nicht alles wiedergeben, aber im Prinzip sind es Pancakes, die lecker sind, hoffentlich. Und ich frage gleich nochmal, wenn wir es auf dem Tisch haben, was genau drin ist. I'm Steven. I'm Steven, nice to meet you guys. Das ist Elena. So now head into the table and try it. Yeah. Okay, so look at this. Okay. Leute, es geht los. That's pork. Yeah, this is pork. Okay. It's a pork. Would you like chili? How deep did you do it? Dip it. Right. Just dip in it. Okay. And try that. Oh nein. Es schmeckt wie Kartoffelpuffer. Okay. So ein bisschen. Probier mal. Dip it. Ja, ich finde es richtig lecker. Also wenn die das essen, dann machen die sich erstmal so ein Salatbeet. Put this one in here. Das Ding rein. Then you're gonna wrap it like this. Oh, it's like a baby. Oh, wow. And you try this. Oh man, here it is. Okay. Dip it. Dip it in the sauce. You almost didn't dip it. Also jetzt wurde der Pancake auch in so ein Blatt gefüllt und alle haut rein. Wow! It's look great! You roll, it's very nice. Oh, she rolled! Also ich will mal kurz erklären, was das war. Das war eigentlich nur Rice Flour und Turmeric und Wasser. Daraus ist die Base gemacht. Und dann in diesem Pancake war halt alles drin. Also Squid, Shrimp, Pilze, so Sprouts. Und dann halt noch die Soße dazu, die ganzen Herbs. Die wickeln das da immer so ein, habt ihr gesehen. Das war richtig geil, richtig lecker Start. Und also ich sag mal, so wie die wir es jetzt gegessen haben mit dem Einwickeln, hätten wir sonst nie gemacht, ne? Also ist schon mal gut, dass man sowas auch da lernt, wie man es wirklich isst. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Hoffentlich werden wir dich beim nächsten Stopp sehen. Okay Leute, nächster Stopp. Ich weiß noch nicht genau, wo wir sind, aber wir sind in so einer mega coolen Area. Es hat so ein volles lokales Wohngebiet. Und er meint auch, dass sie uns das jetzt kurz zeigen. Das sind wohl die ältesten Apartments hier in Ho Chi Minh. Und wir schauen uns die mal an. Richtig cool. Das ist so cool. Und 1965 wurde das hier gebaut. Also ist gar nicht so alt, aber doch alt, weil halt vom Krieg alles kaputt gemacht wurde. Und Es ist so cool, wie viele einfach abgehen. Ja. Es ist so cool, wie viele einfach abgehen. Es ist mega viel los. Die Kinder spielen da, rennt jemand, da sitzen Omas. Ja. Da schaut einer fern, da ist jemand. Ist so richtig. Ich packe euch die Stadt auch mal unten rein, dann könnt ihr sehen, was los ist. Also Leute, wir gehen schon wieder runter. Ihr habt ja auch für ein Essensvideo hier eingeschaltet. Ich kann euch nur raten, wir haben euch verlinkt, wo wir hier sind und kommt hier mal tagsüber vorbei. Ist, glaube ich, ein richtig geiler Geheimtipp. Also, es muss so einen Bock machen, hier tagsüber rumzulaufen. Ich finde es schon schade, dass wir morgen gehen und hier nicht nochmal vorbeikommen können. Bei dem Apartment sind wir gerade nur gestoppt, um sie uns anzuschauen. Und jetzt sind wir weitergefahren zu so einem unglaublich riesigen Markt. Hier ist einfach überall Essen. Also, wir nennen einmal den Cambodia Market und einmal den Flower Market. Ich weiß noch nicht genau, warum es so heißt. Und hier gibt es auch noch überall Essen. Und es sieht richtig gut aus. Und mal gucken, was wir jetzt probieren werden.
And here they serve kombucha noodle. Kombucha fish noodle. Okay. Phong nướng. Bánh phong nướng. Yes, bánh phong nướng. Bánh phong nướng. Yeah! Bánh has been cake. That's yeah. Similar with bánh xèo. You remember? Phong has been like, phong nướng has been like a rice cracker. It's a rice cracker. So you're gonna try the rice cracker. It's out of the traditional food in Vietnam. It's kind of like a snack. Yeah. Yes. And it's come from Bánh Tre, the south of Vietnam. Okay. It's very close to Mekong Delta. Okay. And it's very famous by coconut candy. Lots of coconut trees there. Okay. So witzig, geht so viel ab. Man kann, wenn man hier lang geht, ist schon echt gefährlich. So, da sehe ich auf jeden Fall einen Cracker mit Banane. Den wir jetzt probieren. Look at this. Banana. Yeah, it looks nice. And you know what? It makes by rice flour. Yeah. Yes. So it's very healthy. Yes. And no perfect. Oil. It's perfect. You have your jaw very strong. Yeah, very strong. Oh, not strong at all. There, one finger. Feel like this. Okay. And now you can try this. I start with banana. You know, like I would like to call this one Netflix snack. Yeah. Netflix snack. It's good. Love this. Yeah. It's perfect. It's perfect. Okay, wir probieren zusammen. Ginger ist auch gut, ne? Yeah. This is ganz leicht. Ingwer. Both. My favorite. Yeah. At all. Thank you. Okay, also Elle feiert den Zuckerrübensaft, okay? Sie hasst eigentlich Zuckerrübensaft, deswegen muss sie das auch probieren. Schmeckt richtig geil, ja. Das schmeckt eher wie Passionfruitsaft als wie Zuckerrübensaft. Also perfekt, um den Cracker runterzuspülen. Richtig lecker. Okay Leute, letzter Stopp, Bun Cha, glaube ich. Wir gehen Elle, da lang. Ah, okay. Das ist Nudelsuppe, so viel weiß ich schon. Und ja, bin gespannt. Es macht so einen Spaß, ich sag's euch. Es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, diese Tour. Das muss ich nicht sagen oder so. Ich finde es echt, es macht so einen Bock. Schon lange mit dem Roller rumfahren, durch diese Gassen, durch die Märkte zu laufen. Man lernt so viel und ich würde euch auch raten, das eigentlich an Tag 1 zu machen und dann die Orte nochmal tags oder selbst zu besuchen, so anderen Städte waren. Ja, genau. Zum Beispiel diese Stadtviertel da. Man lernt auch einfach voll viel, also wie mit dem Salat da und alles, und wir wissen das alles gar nicht. Und so wissen wir es jetzt und können dann durchstoppen. Ja, ja, also richtig cool. Ja, jetzt sind wir gespannt auf die Suppe. This is Obama Noodle. We call it Bun Cha. Because of, you know, like Obama, he came to Hanoi for a convention. In like 2015. Oh, okay. And he decided to try one with Anthony Bourdain. Ah, really? And the Bourdain, yes. So the noodles first. Noodle. And then some morning glory. Here. Some vegetable like cabbage. Some basil. Also noodle, morning glory. Salat. And basil. Coriander, and then and this then one, the good one. There it is. So it's like fish sauce, right? I guess fish sauce and broth. Yeah. Put it in here. Oh, it tastes like. Yeah. I forgot this one. That looks very, very delicious. How do I mix it? Yeah, I just try it. Very good. Very good. Brühe schmeckt auch richtig nach Fleisch. Schmeckt. Okay Leute, das war das und jetzt geht's weiter Richtung Eiscreme. Here's coconut water and coconut ice cream. Guys. We have our coconut chips, sweet potato, sticky rice, corn, what? And ice cream. Oh my and god. Coconut meat. And a sweet potato drin. Sweet potato incident. And corn. Corn.
chips. So, chips is awesome. They don't eat ice cream with corn or really? So cool. Very delicious. Very delicious. You said it the whole day. But that's nice. Even the potato and the corn. Yeah? It's nice, yeah. It's not weird. No. Okay Leute, Eiscreme abgeschlossen, war unglaublich gut. Und man denkt, dann war's das, aber nee, jetzt gehen wir noch irgendwo. Ja, ich war ganz überrascht. Ich weiß auch nicht, ich bin schon so voll, ey. Das ist einfach das Geilste, das sind einfach die Stühle. One beer. She's an expert to open this one. Oh, yeah. Okay Leute, wie ihr seht, es wird fischig noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Krabben und die Nudeln. Sie meinen, es ist nicht mehr viel. Es ist auf jeden Fall noch was. Und ich wollte nur sagen, wir können euch hier nicht alles zeigen. Das wird doch irgendwann langweilig für euch. Und ich wollte einfach sagen, probiert es einfach selbst aus. Ich kann es vom Wärmsten empfehlen. Ist ja auch easy. Roller fahren und essen. Das ist eigentlich unser einziges Hobby auf Reisen. Also die Tour ist perfekt für uns gemacht. Und wir wollen es ausprobieren und wir können es nur empfehlen. Das ist richtig cool, ja, oder? Das ist cool. Macht es auf jeden Fall. Und wie Dominik schon gesagt hat, am besten gleich am Anfang, dann weiß man gleich Bescheid, lernt alles, hat man nicht alles probiert, ja, auch selbst. Und die ist auch recht direkt, also das ist super cool. Thank you guys. You're welcome. Also, richtig cool. Komm, hi, my you! Finish, one stop. One stop.